Guten Tag, liebe Kinder. Hier ist Bea, eure Vorlesepatin aus der Stadtbibliothek in Rostock. Heute habe ich euch eine weitere Geschichte aus dem Buch von Peter Hase und seinen Freunden mitgebracht. Und zwar die Geschichte von den zwei frechen Mäusen. Es war einmal ein wunderschönes Puppenhaus aus roten Ziegelsteinen und mit weißen Fenstern. Das hatte echte Musselinvorhänge und eine Eingangstür und einen Schornstein. Das Haus gehörte zwei Puppen mit Namen Lucinda und Jane. Zumindest gehörte es Lucinda, die sich aber nie etwas zu essen bestellte. Jane war die Köchin, die aber nie etwas kochte, denn das Essen kam fertig geliefert in einer Kiste voller Holzwolle. Darin waren zwei rote Hummer und ein Schinken, ein Fisch, ein Pudding und einige Birnen und Orangen. Sie ließen sich nicht vom Teller nehmen, aber sie waren ausgesprochen schön. Eines Morgens waren Lucinda und Jane draußen unterwegs. Sie drehten eine Runde im Puppenkinderwagen. Niemand war im Kinderzimmer und es war sehr still. Bald darauf ertönte leise ein schnarrendes, kratzendes Geräusch in einer Ecke am Kamin, wo es ein Loch in der Fußleiste gab. Tom Däumling streckte kurz seinen Kopf heraus und zog ihn wieder ein. Tom Däumling war eine Maus. Wenig später streckte auch Hanka Manka, seine Frau, ihren Kopf heraus. Und als sie sah, dass niemand im Kinderzimmer war, wagte sie sich auf das Wachstuch unter dem Kohlenkasten. Das Puppenhaus stand auf der anderen Seite des Kamins. Tom Däumling und Hanka Manka überquerten vorsichtig den Kaminvorleger. Sie drückten die Klinke herunter, die Eingangstür war nicht verschlossen. Tom Däumling und Hanka Manka gingen die Treppe hinauf und spähten in das Esszimmer. Da quiekten sie vor Freude, was für ein herrliches Mahl dort auf dem Tisch angerichtet war. Es gab Blechlöffel sowie Messer und Gabeln aus Blei und zwei Puppenstühle. Wie geschaffen für sie! Tom Däumling machte sich sogleich daran, den Schinken anzuschneiden. Er war gelb mit roten Streifen und glänzte wunderbar. Das Messer verbog sich und es schnitt nicht. Er steckte den Finger in den Mund. Der Schinken ist noch nicht richtig durchgekocht. Er ist hart. Versuch du es mal, Hanka Manka. Hanka Manka stellte sich auf ihren Stuhl und machte sich mit einem anderen Bleimesser am Schinken zu schaffen. Er ist hart wie die Schinken beim Käsehändler, sagte Hanka Manka. Mit einem Knacks brach der Schinken vom Teller ab und purzelte unter den Tisch. Lass ihn, sagte Tom Däumling, gib mir etwas von dem Fisch, Hanka Manka. Hanka Manka probierte es mit sämtlichen Blechlöffeln, der Fisch war am Teller festgeklebt. Da verlor Tom Däumling die Geduld. Er stellte den Schinken mitten auf den Boden und schlug mit der Kaminschaufel auf ihn ein. Zack, 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 peng, peng. Der Schinken zerbrach in lauter Teile, denn unter der glänzenden Farbe bestand er nur aus Plastik. Vor Wut und Enttäuschung konnten Tom Däumling und Hanka Manka sich nicht mehr beherrschen. Sie zerschlugen auch den Pudding, die Hummer, die Birnen und die Orangen. Weil der Fisch nicht vom Teller abging, steckten sie ihn in das kräuselnd lodernde Papierfeuer im Küchenherd. Aber das steckte ihn nicht in Brand. Tom Däumling stieg den Küchenschornstein empor und schaute oben heraus. Er war gar nicht verrußt.
Während Tom Däumling oben im Schornstein war, erlebte Hanka Manka eine weitere Enttäuschung. Sie hatte einige kleine Behälter auf der Kommode gefunden mit Aufschriften wie Reis, Kaffee und Sago. Doch als sie sie ausschüttete, enthielten sie nichts als rote und blaue Perlen. Nun machten sich unsere beiden Mäuse daran, die größtmögliche Unordnung zu schaffen. Vor allem Tom Däumling. Er räumte Janes Kleider aus der Kommode in ihrem Schlafzimmer und warf sie aus dem Fenster im obersten Stock. Hanka Manka jedoch dachte vernünftig. Sie hatte die Federn aus Lucindas Kissen schon halb herausgerissen, als ihr einfiel, dass sie ein Federbett gut gebrauchen können. Mit Tom Däumlings Hilfe trug sie das Kissen hinunter und quer über den Kaminvorleger. Es war schwer, das Kissen durch das Mauseloch zu quetschen, aber irgendwie schafften sie es. Dann ging Hanka Manka zurück und holte sich einen Stuhl, einen Bücherschrank, einen Vogelkäfig und verschiedenen Krimskrams. Der Bücherschrank und der Vogelkäfig wollten nicht durch das Mauseloch passen. Hanka Manka stellte sie hinter den Kohlenkasten und holte sich eine Wiege. Gerade als Hanka Manka mit einem weiteren Stuhl zurückkam, war draußen vom Treppenabsatz her ein Stimmengeräusch zu hören. Die Mäuse stürzten zurück in ihr Loch und die Puppen betraten das Kinderzimmer. Was für ein Anblick bot sich da Jane und Lucinda. Lucinda setzte sich auf den umgekippten Küchenherd und machte große Augen. Jane lehnte sich gegen die Küchenkommode und lächelte. Doch keine von beiden sagte etwas. Den Bücherschrank und den Vogelkäfig holten sie wieder hinter dem Kohlenkasten hervor. Aber die Wiege und einige von Lucindas Kleidern gehören jetzt Hanka Manka. Sie besitzt auch ein paar nützliche Töpfe und Pfannen und verschiedene andere Sachen. Das kleine Mädchen, dem das Puppenhaus gehörte, sagte: Ich besorge mir eine Puppe, die angezogen ist wie ein Polizist. Doch das Kindermädchen sagte: Ich stelle eine Mausefalle auf. Das also ist die Geschichte von den zwei frechen Mäusen. Dabei waren sie keine so üblen Gesellen, denn Tom Däumling bezahlte für den Schaden, den er angerichtet hatte. Unter dem Kaminvorleger fand er ein zerbeultes Geldstück und an Heiligabend steckten er und Hanka Manka es Lucinda und Jane in den Strumpf. Und jeden Morgen in aller Frühe, bevor irgendjemand auf den Beinen ist, kommt Hanka Manka mit Besen und Kehrblech und fegt das ganze Puppenhaus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.